Ja, Gott zum Gruß und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt Gabriel Knight, die Sünden der Väter. Und ehe ich jetzt zu viel erzähle, klicke ich mal direkt auf Einleitung und wir schauen uns das Intro an. Nicht erschrecken, das Bild beim Intro ist ein bisschen kleiner, das wird dann aber im Laufe des Spiels wieder besser. Es ging wahrscheinlich nicht anders wegen der damals aufwendigen Animationen, könnte ich mir denken. So, es geht los. Für einen Traum. Da schreckt einer auf. So, ein paar Hintergrundinfos. Also Gabriel Knight, die Sünden der Väter, ist ein Adventure-Spiel aus dem Hause Sierra. Wurde 1993 veröffentlicht. Es gibt auch mittlerweile eine neuere Version in HD-Grafik, die zum 20-jährigen Jubiläum veröffentlicht wurde. Ich habe mich aber bewusst entschieden, die alte Klassiker-Version zu spielen, auch weil es da wesentlich attraktivere Synchronstimmen gibt. Gabriel Knight zeichnet sich durch eine tolle Recherche und Stimmung aus. Die Serie hat es auf 3 Teile gebracht mittlerweile. Wenn man sich die anderen Serien aus dem Hause Sierra ansieht, King's Quest, Police Quest, Space Quest, Leisure Suit Larry, die hatten alle viel mehr Teile. Aber in meinen Augen auch nicht die storytechnische Qualität, die ein Gabriel Knight hat. Wir werden das hoffentlich gemeinsam feststellen. Hier ist wirklich sehr viel Recherchearbeit getrieben worden. Es wird sehr, sehr viel Wert auf Charaktere und Story gelegt. Jane Jensen ist die Entwicklerin, die dahinter steckt, und die ist gleichzeitig auch eine Romanautorin, und das merkt man halt. Also Storytelling ist grandios, so viel kann ich schon vorab sagen. So, und es sprechen für uns Tim Curry, den Gabriel Knight, und Mark Hamill, Detective Mosley. Ich sagte das ja eben schon, das ist auch mit ein Hauptgrund, warum ich mich für die klassische Version entschieden habe. Da sprechen tatsächlich Hollywood-Stars die einzelnen Charaktere. Das ist im Remake nicht der Fall. Ihr hört es auch im Hintergrund, die Musik finde ich auch grandios. Also, ihr merkt das. Ich bin begeistert von dem Spiel gewesen. Ich habe es jetzt seit 10 Jahren nicht mehr gespielt. Es kann auch sein, dass meine Erinnerung mich da jetzt etwas täuscht. Ich wollte es unbedingt nochmal spielen, und da habe ich gedacht, nehme ich euch mit auf die Reise. Es wird also kein Blind Let's Play sein, aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob ich mich an alles erinnere. Also wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt. So, und jetzt geht's los. Erster Tag. Ich träumte in der Nacht Gestade voller Blut, sah Augen sündigen Blickes. Der See war weich und tief und schwarz, ein Duft wie ihre Haut. Da wird die Zeitung gebracht. Mhm. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? I'm sorry, but Gabriel is a lout. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah. Gee,
You're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. Mm-hmm. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up your karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. I can't wait to see what human rights you violate with this one. I can't wait to violate them. For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps. Like yours. And a riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. So, und jetzt übernehmen wir dann auch die Steuerung. Und das Erste, was ich mache, ist, Momentchen mal, ich mache die Musik ein bisschen leiser, damit wir uns auch besser verstehen können. Die Musik ist zwar super, aber wir wollen ja verstehen, was wir erklären. Ich erkläre erstmal die Steuerung. Die ist ein bisschen anders als bei den damaligen LucasArts Adventures, aber halt typisch gemäß den Sierra Adventures. Wir haben hier oben ein paar Symbole, mit denen wir was machen können. Also erstmal gehen, anschauen, nehmen, Tür öffnen, drücken, benutzen. So, und dann haben wir zwei Optionen für Dialog. Das Ausrufezeichen ist, ich nenne es mal Smalltalk. Und das Fragezeichen ist, ein tiefgreifenderer Dialog. Das werdet ihr dann gleich auch noch sehen. Anders als bei den LucasArts Adventures gibt es hier keine Hotspot-Anzeige. Das heißt, ich kann hier wirklich alles Mögliche anklicken auf der Suche nach dem, was Sinn machen würde. Und das macht es manchmal ein bisschen schwer, das zu finden, was man wirklich braucht. Weil in einem LucasArts Adventure sucht man dann halt hier ab und dann steht dann da Kaffeemaschine und dann weiß man, damit kann man was machen. Also hier kann man potenziell mit allem was machen. Ich werde es nach Möglichkeit immer so machen, ich schaue mir erstmal den Raum insgesamt an. Dafür klicke ich hier mal so gefühlt ins Leere. Ich klicke mal rein. St. George Books could use some serious renovation, but Gabriel likes to think that the place has character. So, also das war tatsächlich die Beschreibung des ganzen Raums, ne, weil ich hier an eine nichtssagende Stelle geklickt habe. Die nette Dame, diese Oma, die erzählt uns die Geschichte, finde ich auch einen ganz netten Kniff. Ne? Hat sowas von Erzähl-Oma, die ein Märchen erzählt und so. Und jetzt kann ich mich mal weiter umschauen. Zum Beispiel, wer ist das hier? Don't mind if I do. Do what? Oh, nothing. Ja, genau, das hat sie gemerkt. Oder hier, was ist das? Cute gargoyle, eh? Ein netter Gargoyle, ja. Wobei in der Übersetzung... Cute stand Gargoyle, da, eh? Ja, nicht ganz so richtig übersetzt. Eigentlich wäre ja Wasserspeier richtig, ne? Also das wir anschauen, benutzen wir... The Gargoyle has no function but sheer ugliness. Not unlike... Oh, never mind. Ja. Man merkt das schon. Es ist teilweise ein bisschen bissig, vor allem der nette Gabriel ist spielt so ein bisschen den Macho. Wir werden das noch kennenlernen. So. Also auf jeden Fall, wer das benutzen, das ist nehmen. Das demonstriere ich mal an diesen zwei Dingen, die hier liegen. Da kann man so ein bisschen erkennen, die sind so ein bisschen abgehoben. Damit kann man wohl was machen. Ich meine, es ist ein Adventure. Natürlich kann man mit einem Vergrößerungsglas etwas machen. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. No problem. Zack, eingesackt. Und was ist das hier? I'm going to take the tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a little scruffy. Just trying to make you feel at home.
So, beides eingesackt und das beides befindet sich jetzt in unserem Inventar. Das können wir hier aufmachen. Da sehen wir Pinzette und Vergrößerungsglas. Und hier gibt es dann auch noch Optionen, ne? Also lesen, öffnen, anschauen. The magnifying glass is an expensive one with an inlaid jade handle, an heirloom from Gabriels grandfather. Ja, und das trägst du mit dir rum. Naja, gut. So, dann haben wir hier natürlich noch gehen. Das ist klar, dann geht der gute Gabriel dahin, wo ich hinklicke. Und das macht er ein bisschen zu langsam. Deswegen springe ich nochmal in die Option und stelle die Geschwindigkeit hoch. Ja, das ist schon wesentlich besser. Wir müssen dem lieben Kerl ja nicht beim Hin- und Herlaufen zuschauen. So, was ich gerne immer am Anfang gemacht habe eines Tages, ist natürlich Zeitung lesen. Ne? Also, das machen wir alle wahrscheinlich. Ne? Wenn wir morgens aufstehen, lesen wir die Zeitung. Times Picayune, dated June 18, 1993. The front page has an article about the voodoo murders. The article says that the victims are all identified as members of the underworld. The general public of New Orleans is in no danger. Police claim the so-called voodoo trappings found at the crime scenes are fake, a scare tactic, and that the murders are not associated with any genuine practitioners. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Na gut, also wir erfahren, dass die Handlung auch im, was war das? June? Times Picker. 18. Juni, genau. 18. Juni 1993 spielt. Und zwar in New Orleans. So, was können wir hier noch schauen? Ist hier noch irgendwas? Under the window are reference books, dictionaries, foreign language dictionaries, quotation books and others. Gabriel borrows them often when he's writing. Okay. The top shelf contains a set of German books that once belonged to Gabriels grandfather. Deutsche Bücher, das hören wir uns an. Guck mal doch direkt mal, was das ist. Deutsches Buch interessiert uns natürlich Gabriel besonders. Gabriel selects a volume of German poetry that he always found strangely compelling. Drei Drachen kriechen in meinen Schlaf. Die Seele wollen sie lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, gespaltener Zunge, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kind of creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling the guy was one sick puppy. Also hat's jetzt ja dieses Klingeln gegeben. Ding, dong, da, ding. Das bedeutet, wir haben Punkte gemacht. Hier werden auch die Punkte mitgezählt. Wir haben 4 von 342 Punkten. Es ist wahnsinnig schwierig, die volle Punktzahl zu bekommen. Und das soll jetzt auch nicht das Ziel sein. Vielmehr hilft uns, das zu realisieren, dass irgendwas wichtig war. Also das in nicht perfektem Deutsch vorgetragene Gedicht von den drei Drachen könnte also noch wichtig sein. Was haben wir denn hier? That shelf holds used copies of the Dime Strife series, Secrets of Unsolved Ancient UFO Mysteries and such. They ist just klar. Leap out the door. Ja, kann man da was nehmen? Gabriel's had all those books in the bathroom and doesn't care to read them again. Ja, okay. Gibt's the hier was? The history books on that shelf don't interest Gabriel at the moment. Naja, gut. Hier habe ich noch nicht probiert. Gabriel leaps through a German-English dictionary. Let's see, Mittag means midday noon. Ah, Deutsch-Englisch. Gabriel leaps through... Spiel means game. Interesting. Gabriel... Himmel means heaven. Aha. Yeah.
Das wissen wir alles. Gabriel lief. Dry means three. Dry means Gabriel. Three. Possessing means possessed. That's handy to know. Gabriel. Drachen means dragons. I wonder if Mosley would know he was being insulted if I called him Drachenbreath. Ja, jetzt haben wir hier schon ganz unbewusst eins der wahrscheinlich im Original schwierigsten Rätsel ein bisschen angepackt. Ne? Er hat ja hier das deutsche Gedicht von den drei Drachen gelesen. Normalerweise wird kein englischsprachiger Mensch das verstehen. Und hier kann man sich so ein bisschen zusammendoktern, dass es um drei Drachen geht. Könnte später noch wichtig werden. So, jetzt werden wir aber mal mit der lieben Grace reden, die hier die ganze Zeit schon über den Büchern hockt. So, what's new, Grace? Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Yep. Also die Sprechduelle zwischen den beiden sind stets bissig. Gibt's noch was zu sagen? Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still, my heart. Gut. Dann versuchen wir jetzt mal die andere Dialogoption, die mit dem Fragezeichen. Got a minute, Grace? What's up? So, das ist, ich sag mal, das Dialogmenü. Ne? Hier haben wir einzelne Themen, die wir besprechen können. Und wenn ich die anklicke, dann sagt die gute Grace, was sie dazu weiß. Hoffentlich. Wir fangen mal oben an. What can you tell me about Voodoo? I didn't know much of anything about it, until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop, a museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. Also jetzt haben wir erfahren, er schreibt ein Buch über Voodoo, okay. Do you know anything else about Voodoo? I've told you all I know. Sorry, can't be more help. Okay, da werden wir wohl nichts Neues erfahren. Ja, und in der Zeitung haben wir ja von Voodoo-Morden erfahren. Was kannst du uns dazu sagen? What do you know about the Voodoo murders? Just what I read in the paper, same as you. Okay, das war nicht sehr viel. What can you tell me about New Orleans? Well, I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. Ja. Weiß sie mehr über New Orleans? What else can you tell me about New Orleans? You're the native, don't ask me. Okay. Ja, Zeit ein bisschen mehr über Grace selbst rauszubekommen. Tell me about yourself, Grace. Yeah, right, Knight. I mean it. What do you want to know? Okay, jetzt haben wir noch weitere Dialogoptionen. How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know. Sympathisch. How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books, and it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. Okay. What do you do after work? Well, I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You know, you can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. How old are you? Old enough to know about men like you. Ja, also ein bisschen zwischen den Zeilen glaube ich zu merken, dass der liebe Gabriel durchaus an Grace interessiert ist, aber es ist doch etwas unterkühlt. Wahrscheinlich mag die liebe Grace solche Hallodries wie den Gabriel nicht. Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Jo, sie hat ihr Diplom. Nicht schlecht. Also eine Gelehrte. Oder wie Homer Simpson sagt, Gelernter. Nothing, I guess. Never mind.
Seat yourself. Bitte was? Hab ich nicht verstanden. Okay, machen wir mal weiter. Do you have messages for me? Dana called, and Susie left a message about a lawsuit. Toss 'em. Okie dokie. There's more when you want 'em. Feine Gabriel scheint also noch ein paar Damengeschichten am Laufen zu haben, wenn ich das richtig gedeutet habe. You have more messages for me? Your grandmother called. I keep meaning to get over there. What does she say? Did she sound good? She sounded great, and we had a nice little chat about you. Grace? Don't worry. I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. But she said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Okay. Gibt's noch mehr? You have more messages for me? Here's a strange one. You got a call from someone named Wolfgang Ritter. He said he was calling from Germany. He told me it was urgent, maybe you should give him a call. Call Germany? Like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Das war jetzt schon ein bisschen seltsam. Ein Wolfgang Ritter hat angerufen. Aus Deutschland. Warum sollte ein Wolfgang Ritter aus Deutschland in einer Buchhandlung in New Orleans anrufen? Naja. You have more messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What do you want? He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey. Oh, that's H-U-M-P-H-R-E-Y. Fascinating. And that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Gabriel, those photos wouldn't have anything to do with the voodoo murders, would they? Now, why would you say something like that? Because I know you. You're getting privileged information, aren't you? Did you tell him you'd put him in your new voodoo book? A writer has certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character is a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough. Thanks. Anyway, that's all the messages. Thank God. Ja, Gott sei Dank. Ja, jetzt haben wir gleich mehrere, ich nenne es mal, Aufträge bekommen. Ne? Also, unsere Oma möchte uns sehen und im Polizeirevier kriegen wir wohl Infos zu den Voodoo-Morden. Was wir wiederum brauchen für die Nachforschung an unserem Buch. Apropos Nachforschung, was ist das? Could you do some research for me? Sure, what? Also, ja, also... I can't think of anything. Okay. Hier kann man wahrscheinlich im späteren Verlauf der guten Grace eine Aufgabe zur Recherche übergeben. So, dann beenden wir jetzt mal den Dialog. Was gibt's hier sonst noch zu sehen? Die Registrierkasse lacht mich so an. Gabriel looks at the cash register, checking for cobwebs. Ja, so meint es nicht. Mach mal auf, ja. Gabriel opens the cash register to examine the take. Or, in the case of St. George Books, the mistake. Okay, was haben wir hier? The cash register contains about $20 in small bills and change. It's a gift certificate left over from yet another dismal failure of a promotion. Okay, das können wir doch noch brauchen. I trust you can live without this old gift certificate. Knock yourself out. So, ist in unserem Inventar gelandet. So, was sieht noch interessant aus? Also dieses Bild hier, das ist so, das gucke ich mir auch noch an. Three snakes in a skull. Gabriel's father painted it. What a wacky, offbeat kind of guy Daddy was. Ja, in der Tat. Und die Zahl 3 ist jetzt gleich schon mehrere Male vorgekommen. Das ist mir auch aufgefallen. Können wir ja auch nach hinten gehen? Ganz sicher, oder? Ja. So. Jetzt sind wir im Gabriels Raum.
denke ich mal. Gabriel's bedroom is also his office, his studio and library. Ja, super. So, dann schauen wir uns mal um. The medicine cabinet contains a few old prescriptions, personal hygiene stuff, and lots of hair products, including some hair gel. Haargel kann man doch immer gebrauchen, oder? Haargel kann man. I'll take this hair gel. You never know when you'll need a touch-up. Meine Reden. Was haben wir hier? A little coal bubbly and brie cheese is about all Gabriel's fridge ever has in it. Bills from last Christmas gather dust on the door. Ein Traum. Können wir den aufmachen? Gabriel, shut the refrigerator, please. I could smell it from here. Women. Ja, Frauen. Mein Gott. Was haben wir denn hier noch? Jeans and T-Shirts. Ja, trägt er ja schon. It's Gabriel's bed. Unmade as usual. Ja, kenn ich. A poster on the wall advertises Mardi Gras. The biggest party of the year in New Orleans. Mardi Gras in New Orleans ist quasi unser Karneval, wenn man so will. There's a flashlight on the dresser. Oh. This building's wiring leaves a lot to be desired. Dann, also, die kann man doch ganz bestimmt mitnehmen. Also, ich mein, I might need a flashlight. Ja, Adventure ohne Taschenlampe, das funktioniert so nicht. Was haben wir noch? The typewriter is beginning to accumulate cobwebs. Should I feel guilty? Nah. Ja, dann schreib doch mal was hier. Sei nicht faul, schreib. Writer's block. War ja klar. Gut, was ist Gabriel's das? Gabriel's mini stereo isn't exactly high fidelity. Then again, neither is he. Mal an. Do you have men problems? Someone put a hex on you? Call Sister Cross through the power of love and Lord Jesus Christ, she can fix what's ailing you. Na, ist klar. Na, jetzt haben wir auch ein bisschen Musik. Telefonieren können wir wahrscheinlich auch. Ja, gut, aber wen wollen wir anrufen? Do you have men problems? Hallo? Oh, ja. Also, wenn es ganz nervig wird mit den Dialogen, dann klicke ich auch schon mal was weg, aber ich gebe mir große Mühe, nichts Relevantes wegzuklicken. So, ich glaube, hier hinten ist dann soweit nichts mehr. Mir fällt zumindest nichts ein. Ja, ich... Jetzt sagt er immer dasselbe, sag mal. So. Die Frage ist, machen wir uns direkt auf den Weg zu Oma? Ja, sollten wir machen. Ne? Ich speichere jetzt mal ein bisschen zwischen. Tag 1. So. Und dann begeben wir uns doch gleich auf den Weg zu Oma, würde ich sagen.